ist aktuelle Nachsorge in der stationären Psychiatrie. Sie kennen das alle. Das ist das Problem. Der Patient wird behandelt, Therapie läuft ganz gut, er wird entlassen. Und da ist die Frage, wo geht's hin? Wer versorgt den Patienten letztendlich weiter? Ist der ambulante Psychotherapeut da? Was macht der Facharzt? Mitunter ist es selbst schwer, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Das mag in Städten wie vielleicht in Hamburg oder in Berlin etwas anders sein, aber wenn man in einer Region ist, die eher ländlich geprägt ist, da gibt es eine Handvoll Psychiater, die alle voll sind, Wartezeiten haben, psychologische Psychotherapeuten gibt es wenige. Wie letztendlich versorgen wir hier Patienten nach? Das ist so die große Frage, mit der wir dann mehr oder weniger immer konfrontiert werden. Genau, das zu meinem Namen. Nachsorge ist letztendlich ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung, in der Psychotherapie. Das hat Bauer schon 2011 aufgeführt, dass die Nachsorge für den Versorgungsalltag sehr wichtig ist und dass wir diese Nachsorge brauchen, um letztendlich zu verhindern, dass Patienten nicht aus dem Raster fallen bzw. es ihnen wieder schlechter geht. Es gibt im Rahmen der Psychotherapie zwei Engstellen. Das eine ist überhaupt den Psychotherapeuten zu finden und das andere ist natürlich, wie wird der Patient letztendlich weiterversorgt, wenn er aus der stationären Behandlung entlassen wird. Wir haben 2016 1,2 Millionen psychiatrisch kranke Patienten in Krankenhäusern gehabt. Das ist ein Anstieg, was wir vorhin schon gesehen haben, knapp 48% in den letzten 20 Jahren. Auf der anderen Seite ist aber auch die Verweildauer deutlich runtergegangen. Das heißt von 40 auf 20 Tagen circa. Das heißt, wir haben mehr Patienten, einer geringeren Verweildauer, was letztendlich auch bedeutet, dass in der Psychiatrie zum Teil, ich sage es jetzt mal so, die blutige Entlassung erfolgt, angelehnt an die Somatik. Das heißt, es werden Patienten teilremittiert entlassen. Dann natürlich ist es wichtig, dass hier die Nachsorge stimmt, funktioniert, damit hier entsprechend das, was im stationären Setting begonnen wurde, letztendlich weitergeführt wurde. Sie können das hier schön sehen, wie die Fallzahl ansteigt und auf der anderen Seite gleichzeitig die Behandlungstage weniger geworden sind. Wir haben das mal für unser Haus uns angeschaut, wie sich das hier verhält mit den Patienten, die wir im Asklepios Fachklinikum haben. Wir haben ungefähr 5000 Patienten, vollstationär und teilstationär, die wir pro Jahr betreuen. Und diese Patienten werden aus unserem Haus in die eigenen Nachsorgeeinrichtungen, hierzu gehören die psychiatrischen Institutsambulanzen, aber auch der ambulante psychiatrische Pflegedienst, entlassen. Und wir haben mal geschaut, wie viel Prozent dieser Patienten auf ein Kalenderjahr bezogen wieder aufgenommen werden in unserer Klinik. Und dabei sehen wir, dass im Bereich der Allgemeinpsychiatrie ungefähr 19% der Entlassenen in dem Kalenderjahr wieder aufgenommen werden. In der Gerontopsychiatrie sind es 12%. Im Bereich der Sucht etwas höher bei 25%. Insgesamt werden ca. 20% der Patienten, die wir im Rahmen eines Jahres entlassen, auch innerhalb dieses 12-monatigen Zeitraums wieder stationär aufgenommen. Ich habe mal geschaut, wie sich das hier mit der Diagnosegruppenverteilung verhält bei den Patienten, die wir wieder aufnehmen. Das ist der größere Anteil, die sind knapp etwas über 30% aus diesen wieder aufgenommenen Patienten. Das sind aus der F3er-Gruppe primär depressive Patienten. Schizophrene etwas über 20% der Wiederaufnahmen. Auch hier der Drehtüreffekt, der ja beschrieben wird, eher bei den Depressiven etwas ausgeprägter. Und auch ein hoher Anteil der Persönlichkeitsstörungen, hier primär der Borderline-Patienten, die wir dann im Laufe eines Jahres wieder aufnehmen. Das sind hier knapp 20% dieser Patienten. Das heißt, die Entlassung und die Weiterbetreuung der Patienten, um zu verhindern, dass letztendlich es zu einer erneuten Wiederaufnahme kommt, ist sehr wichtig und hat eine doch auch immer größer werdende Bedeutung. Insbesondere unter dem Aspekt, dass jetzt über den gemeinsamen Bundesausschuss ein Konzept, eine Konzeptskizze erarbeitet wurde, die sich mit dem Entlassmanagement auseinandersetzt. Das ist ja auch das, womit wir ja spätestens 24 noch intensiver konfrontiert werden, wo es auch verschärft wird, dass wir schauen müssen, dass wir ein entsprechendes Entlassmanagement haben. Und hier sind Daten, die jetzt nicht auf die Psychiatrie bezogen sind, sondern insgesamt auf die Patienten, die stationär in Deutschland behandelt wurden. Und da ist die Wiederaufnahmerate in Deutschland ungefähr internationalem Querschnitt liegend.
Dass aber 5 bis 30% der Patienten innerhalb von 30 Tagen nach Entlassung wieder stationär aufgenommen werden. Wenn Sie sich das mal hier in dieser Grafik ansehen, das heißt, wir haben insgesamt 13,6 Millionen stationäre Behandlungsfälle in Deutschland insgesamt. Und Sie sehen, vom ersten bis zum dritten Tag werden pro Tag 70, 80, 90.000 Patienten wieder aufgenommen. Das heißt also, nach 10 Tagen habe ich dann meine entsprechenden 20% der Patienten, die ich entlassen habe, wieder im stationären Setting. Das ist eine relativ hohe Zahl. Interessant fand ich hier auch nochmal den Aspekt hinsichtlich der Medikationsweiterverordnung. Hier sehen Sie, dass von diesen 13 Millionen Patienten am ersten Tag 2 Millionen ihrer Tabletten wieder absetzen, ihre Verordnungen. Das heißt also, dass Sie nach quasi einer Woche nur noch einen Bruchteil der Medikamente haben, die Ihnen im Krankenhaus verordnet worden sind. Und könnte man fragen, na cool, die Psychiater, bei uns ist das nicht so, das ist letztendlich anders, das sind die somatischen Fächer. Aber auch bei uns entsprechend sind die Wiederaufnahmen in gleicher Höhe. Etwa 20% der Patienten, die einer Depression erleiden, werden innerhalb der ersten 6 Monate nach Entlassung wieder aufgenommen und weitere 11% in den 6 bis 12 Monaten. Das sind aktuelle Zahlen von 2021. Das heißt, auch hier haben wir einen hohen Anteil an Patienten, die wieder aufgenommen werden. Die Frage natürlich, warum? Der eine Punkt ist sicherlich, dass die ambulante Nachversorgung, die Betreuung gering ist, vorhin schon gehört. Wir haben wenig Manpower, Psychiater werden immer weniger, psychologische Psychotherapeuten sind auch nicht da. Und wir wissen schon, dass sozusagen die negativsten Folgen der Entlassung durch entsprechende psychotherapeutische Übergangsleistungen hier abgemildert werden können. Dazu gehört auch zum einen, dass wir besser die Patienten auf die Entlassung vorbereiten. Das ist der eine Aspekt. Und dann natürlich schauen, wie können wir die Entlassung optimaler, auch die Nachsorge der Entlassung letztendlich gestalten. Das heißt, psychotherapeutische Interventionen spielen nach der stationären Entlassung eine wesentliche Rolle, damit die Patienten nicht wieder aufgenommen werden. Je schlechter die kontinuierliche Betreuung ist im psychiatrischen Bereich, desto eher wird eine erneute stationäre Aufnahme notwendig werden. Nun gibt es auch eine Reihe von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass webbasierte Interventionen, das kommen wir auf den Punkt Mindestrict, dass die zeigen, dass dadurch eine Nachsorge optimiert verbessert werden kann und auch das Rückfallrisiko verringert werden kann. Dazu gibt es entsprechende Daten auch schon. Der zusätzliche Effekt, den man gesehen hat, der eintritt, wenn Patienten mit webbasierten Interventionen vertraut gemacht werden, dass danach der Schritt zum Therapeuten häufig einfacher fällt, als wenn sie nicht mit diesen webbasierten Materialien gearbeitet haben. Das heißt, wir haben ein entsprechendes Potenzial im Bereich der Primär- und Sekundärprävention, und das ist auch mittlerweile ganz gut belegt. Auch Interventionen können bei Angst- und depressiver Symptomatik hier diese Symptomatik reduzieren und die Patienten stabilisieren, dann letztendlich natürlich auch möglicherweise die Wiederaufnahme reduzieren. Insgesamt gibt es aber wenig Untersuchungen zu der unmittelbaren Nachsorge webbasiert. Und das ist etwas, was wir jetzt versuchen, nochmal durchzuführen. Wir werden Mitte des Monats Dezember mit einer Studie anfangen, wo wir über die entsprechende App, die DIGA, versuchen, die Nachsorge für die Patienten zu optimieren. Es gibt im Vorfeld schon Studien, die zeigen, dass digitale Interventionen die Behandlungseffekte, die im stationären Bereich vorgelegen haben, aufrechterhalten werden können und die Anzahl der Rückfälle verhindert werden können. Das ist auch das, was wir letztendlich versuchen, durch unsere Studie entsprechend zu zeigen. Das heißt, wir haben eine Studie aufgelegt, wo es um die Nachsorge geht für Patienten und hier um die Patienten beim Übergang von der Klinik in den Alltag zu unterstützen. Das ist sozusagen das zentrale Zentrum dieser DIGA, die hier von uns entwickelt wurde, in Zusammenarbeit mit Mindestrict. Es geht hier um die Sicherung der Behandlungserfolge, ein ganz wesentlicher Aspekt, die Stabilisierung im häuslichen Umfeld, zeit- und ortsunabhängige Nutzung, was ja durch die App möglich ist,
dass auf der anderen Seite die Patienten selbst auch schauen können, wie sie sich entwickeln im Rahmen dieser Nachsorge. Und wir haben verschiedene Optionen. Es kann sowohl webbasiert als auch als App-Anwendung durchgeführt werden. Das Modul Depression poststationär ist das, womit wir jetzt die Nachsorge versuchen zu optimieren. Dieses Nachsorgemodul von MindDistrict, das kombiniert verschiedene Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist der Ansatz dabei. Und damit soll der Übergang in den ambulanten Bereich verbessert stabilisiert werden. Es soll dem Patienten helfen, besser mit den Restsymptomen umzugehen. Es soll Rückfälle oder Verschlechterungen rechtzeitig anzeigen, sodass die Patienten darauf reagieren können, dass sie in der Lage sind, gegen Maßnahmen umzusetzen und die Verschlechterung der Symptomatik erkennen, um dann darauf reagieren zu können. Es sind Aspekte der Selbstfürsorge, die eine Rolle spielen. Und letztendlich sollen die Patienten gefördert werden, ihre gesunden Anteile zu verstärken beziehungsweise sie besser zu erkennen. Und die Selbstwirksamkeit der Patienten soll hier auch verstärkt werden. Das Modul besteht aus 8 Kapiteln. Es geht, wie gesagt, um die poststationäre Nachsorge von primär depressiven Patienten, psychoedukativ mit Rückfallspräventionsplänen. Es soll den Übergang erleichtern und dieses Modul ist 8 bis 12 Wochen bei den Patienten entsprechend bearbeitbar. Was soll jetzt der positive Effekt, der Versorgungseffekt der Nachsorge hierbei sein? Der medizinische Nutzen, das ist natürlich auch die Verbesserung des Gesundheitszustandes. Wir wissen auch, dass Patienten, was ich vorhin schon sagte, ja zum Teil nicht vollständig, komplett, sondern teilremittiert entlassen werden. Das heißt, auch hier im Nachsorgebereich muss ich stabilisieren, muss ich versuchen, auch Symptomatik zu reduzieren, weil häufig der Therapeut ja nicht in entsprechenden Zeitfenstern erreichbar ist. Ja, das heißt, ich muss gesundheitsfördernde Maßnahmen bei dem Patienten initiieren, was durch diese App erfolgt, und ich muss versuchen, eine Rückfallprävention zu betreiben. Das sind die medizinischen Aspekte. Ich versuche dadurch natürlich, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Ich versuche, die Akzeptanz für die Erkrankung, so für die Restsymptome des Patienten hier zu sensibilisieren, ihn darauf. Das heißt, das sind wichtige Aspekte, die verhindern sollen, dass er letztendlich wieder erkrankt. Für den Patienten relevante Aspekte sind hier, dass er letztendlich seine psychische Erkrankung auch poststationär weiter in der Lage ist, besser kennenzulernen und vor allen Dingen hier auf Frühwarnzeichen zu achten. Darauf ist auch die App entsprechend ausgerichtet, um dann daraus Handlungsvorschläge abzuleiten. Das heißt, dass rechtzeitig gesundheitsfördernde Maßnahmen hier implementiert von dem Patienten genutzt werden können in der App. Das heißt, er soll die Schwierigkeiten im Alltag besser bewältigen können und der Transfer vom klinischen Bereich in den Alltag soll hier besser sein. Der Patient soll stabiler bleiben. Das heißt, der Ansatz, den wir mit dieser Studie versuchen zu überprüfen, ist, das erste Ziel ist, die Wiederaufnahme des Patienten oder die Anzahl der Wiederaufnahmen der Patienten zu reduzieren. Das ist das primäre Studienziel. Das weitere ist natürlich hier, die Symptomatik zu stabilisieren, gegebenenfalls auch die depressive Symptomatik zu verbessern. Das ist ein weiteres Ziel dieser App und dem Patienten natürlich, im Rahmen seiner Möglichkeiten auch die Lebensqualität zu verbessern. Das sind die Ziele, die wir versuchen, mit dieser App umzusetzen. Und werden wir schauen, ob das soweit machbar ist. Diese App würde genau den Bereich schließen, wo wir im Moment die Schwierigkeit haben in der Nachsorge, gerade auch in ländlichen Regionen, wo entsprechende Fachkräfte nicht zur Verfügung sind und wir hier insgesamt die Wiederaufnahmerate reduzieren wollen. Ich hoffe, dass das die Studie zeigt. Ich hoffe, dass die Patienten davon profitieren. Wir haben viel Erfahrung gesammelt im stationären, teilstationären Setting, auch im stationsequivalenten Setting, wo entsprechende Module von MindDistrict angewandt werden und diese Module schon das Therapeutische hier sehr gut mit unterstützen und auch nochmal abrunden können. In dieser Hoffnung denken wir, dass die App dann auch letztlich die Wiederaufnahme reduziert und die Patienten davon profitieren können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Polzer, für die spannenden Ausführungen. Gibt es direkt Fragen
an Herrn Polzer zurück. Die würde ich gerne dazwischen schalten, bevor wir zum nächsten Thema wechseln. Ja, Herr Dr. Bürgi. Direkt Frage zur Umsetzung. Die Patienten bekommen die App an der Stelle oder einen Zugang zur Webanwendung. Gibt es eine Möglichkeit, sich Unterstützung, kann der Patient sich Unterstützung dann im Rahmen der Versorgung an die Hand holen? Es gibt Unterstützung, das motivierende Art, dass also Psychologen dahinter geschaltet sind, die den Patienten dann motivieren, aber nicht in das therapeutische Setting als solches eingreifen. Okay. Da darf ich auch noch ergänzen, das ist eine der kritischen Stimmen bezüglich digitaler Gesundheitsanwendung, die auch in der Fachwelt immer wieder laut wird, dass es nicht direkt begleitet sein darf, sondern tatsächlich patientenfokussiert Selbsthilfe. Aber wie Herr Polzer gerade sagt, eine Abpufferung und ein Notfallplan ist natürlich hinter, muss auch sein. Ja.